Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Fuck Bitches Get Money Box von Shindy. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album, zur Box und iTunes findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Fuck Bitches Get Money bzw. FBGM aus dem Jahr 2014 von Shindy. So sieht das Ganze aus. Wir haben eine von der Form her sehr ungewöhnliche Box, diese in Rot gehalten. Gefällt mir rein von der Optik echt gut. Wir haben hier auf der Vorderseite den Kopf, das Gesicht von Shindy, natürlich wie man ihn kennt, mit Zigarette. Das Ganze in so einer Cartoon-Optik, so Kanten im Gesicht, sieht ganz lustig aus. Und dann haben wir hier die Unterschrift in Gold von Shindy und hier den Albumtitel Fuck Bitches Get Money. Das Ganze ist ein Pappschuber, der über der Box darüber ist. Auf der linken Seite haben wir den Barcode und die Credits. Auf der rechten Seite zieht sich dieses Rot weiter durch. Auf der Rückseite ebenfalls. So sieht das Ganze von unten aus. Ja, ganz dunkles, so ein Weinrot. Oben ist es wieder dieses knallige Rot. Und wie gesagt, nachdem es ein Pappschuber ist, können wir diesen hier einfach abziehen. Und dann haben wir die eigentliche Box vor uns. Diese sieht so aus und besteht aus zwei Hälften, die man dann auseinanderzieht. Einmal hier und einmal hier. Dann haben wir diese zwei in der Hand. Sind von innen glatt weiß. Mal zur Seite damit. So, Pappschuber geben wir ebenfalls darüber. Und dann haben wir hier den Boxinhalt. Auch wenn das jetzt hier etwas verrutscht ist. Moment. Es sollte, glaube ich. So. Also, wir haben hier einmal ein Buch, das Textbuch zum Album. Dann haben wir hier darunter das Album im Super Jewel Case. Und das Ganze hier so eingefasst in so einem Schaumstoff. Und wir haben hier noch so eine Lasche, so eine Schlaufe, um das Ganze anzuheben. Und darunter ist dann auch noch eine Cap versteckt. Eine Snapback Cap. Und die Box dann hier in dunkelblau, beziehungsweise ja, lila fast schon, dunkelblau gehalten. Shindy, Fuck Bitches Get Money. Also eine sehr spannende Box von der Gestaltung. Dunkelblau, rot, schwarz, alles dabei. Und dann kommen wir mal zum Inhalt. So sieht das Album aus. Also genau wie auch schon das Cover auf dem Pappschuber. Super Jewel Case gefällt mir sehr gut. Auf der Rückseite oder auf der Seite lesen wir Shindy, Fuck Bitches, Get Money. Ebenfalls in Gold wieder. Und natürlich auch hier in Gold die Schrift, die 16 Tracks. Die Tracklist. Wir haben ein Feature von Bushido, nochmal Bushido, dann haben wir ein Feature von Ali und noch eins von Kollega. Beziehungsweise dreimal ist Bushido drauf. Jawohl. Von diesen 16 Tracks sind meine Favoriten einmal Track Nummer 1, Julius Caesar, also das Intro mehr oder weniger. Gefällt mir richtig gut, auch der Beat. Und das wurde auch schon als Video ausgekoppelt, gefällt mir auch sehr gut, Sterne mit Bushido. Also sowohl das Video, als auch der Beat und der Text, ja, das ist meiner Meinung nach die zwei stärksten Tracks auf dem Album. Dann haben wir hier jede Menge Infos, also Credits und einen Barcode. Gut, wir werfen mal einen Blick hinein. Wir haben hier einmal einen Einleger vom King Bushido Shop. Diverse T-Shirts. Und dann haben wir natürlich das Booklet. Cover kennen wir bereits. Dann haben wir hier eine goldene Uhr, ebenfalls in dieser Comic, in dieser Kantenoptik. Und dann, wie man es kennt, diverse Tracks einzeln aufgelistet, inklusive der Infos natürlich, wer daran beteiligt war. Dann haben wir hier passend zum Titel Nummer 7 Pancakes.
Ja, dann haben wir hier, was auch für Shindy steht, eine Flasche Cola, einen Aschenbecher mit Zigarette darin, weitere Tracks, eine Schachtel rote Marlboro, weitere Tracks und einen Stapel aus 500-Euro-Bündeln. Dann die Credits zum Album und die Rückseite ganz schlicht in Rot gehalten. So, die CD sieht so aus, in Schwarz und Gold gehalten. Sehr schön. Hier wieder dieser Shindy-Schriftzug, diese Unterschrift und dann der Albumtitel. Die CD. Und dann lesen wir hier hinten noch FBGM in diesem Kreuz stehen. Also Fuck Bitches, Get Money. Dann haben wir ein Textbuch. Dieses ist echt hochwertig. Also rein jetzt von der Optik, aber auch so wie es sich angreift. Also ein Hardcover-Buch. Goldene Beschriftung natürlich wieder. Fuck Bitches, Get Money, Shindy. Und dann haben wir hier einzelne Tracks mit den jeweiligen Texten drinnen. Also wirklich jeder einzelne Titel des Albums hier abgedruckt. Sehr schön. Und ist natürlich gedruckt, aber es hat halt echt so eine Optik, als wäre das so handschriftlich, wie so ein Tagebuch oder so ein Textbuch wirklich handschriftlich verfasst. Sehr schön. Also hier auf kariertem Papier. Würde mich natürlich interessieren, ob das jetzt von Shindy 1 zu 1. Also wenn, dann hat er echt eine schöne Schrift. Oder es hat eventuell eine Frau geschrieben für ihn. Ich weiß es nicht, aber wenn es wirklich Shindy geschrieben hat, krasse Schrift. Okay, was ist hier? Ah, okay, alles klar. Hier ist dann der Stilwechsel, weil natürlich hier der Part von Bushido ist. Sehr schön gemacht. Gut, ja, Ali schreibt hier seinen Part, sieht aus wie die Schrift eines Volksschülers. So, und das dürfte dann, ist das dein Kollege oder was haben wir hier? Alle meine Fans, na klar, das müsste dein Kollege sein. Heftig, also es dürften echt, würde mich interessieren, ob er echt dann die anderen Rapper dazu angehalten hat und gesagt hat, du, pass auf, iPhone oder wie auch immer du das sonst machst, ist nicht. Mach mir mal einen Zettel, wo du das alles verfasst, weil ich möchte den hier für mein Textbuch verwenden. Danke an alle Fans. Danke. Okay, also hier noch eine handschriftliche Danksagung. Meine Oma und alle, die ich vergessen habe. Gut. Schönes Buch. Gefällt mir echt. Könnten ruhig mehr Rapper machen, dass sie hier ihre Textzeilen in so ein schönes Buch mit reinpacken. Oftmals ja ein Booklet noch dabei. Und dann haben wir als letzten Boxinhalt noch eine Snapback Cap. Die sind schwarz gehalten mit weiß bzw. silbernem Shindy Autogramm, Shindy Schriftzug hier vorne. So, also das Ganze natürlich, wie man es von Snapbacks kennt, größenverstellbar. Kann natürlich dann jeder individuell an seinen Kopf anpassen. Die Cap wirklich komplett in schwarz gestaltet, bis auf den Schriftzug hier vorne, also sowohl der Schirm als auch hier die ganzen Feinheiten, alles in schwarz gehalten. Wir haben hier 100% Polyacryl, made in PAC, also China. Und ja, fühlt sich auf jeden Fall gut an. Macht einen stabilen Eindruck. Ich denke, die kann man auf jeden Fall gut anziehen. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal die eben gezeigte Cap, Snapback Cap in Schwarz. Das Textbuch, wo wirklich alle Tracks abgedruckt sind. Und dann das Album an sich im Super Jewel Case. Nur, also ja, nur drei Inhalte in dieser Box, aber dafür muss ich sagen, hochwertiger Inhalt und auch eine hochwertige Box.
Also, das Ganze wieder zusammenzumachen. Diese drei Inhalte gibt es. Ich muss noch den Schuber hier drüber kriegen. So, aber jetzt in dieser wunderbaren Box Fuck Bitches Get Money von Shindy. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Shindy unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.